ist der neue Stern am Turnerhimmel, Tabea Alt. Mit der Bronzemedaille am Schwebebalken bei der WM 2017 im kanadischen Montreal schaffte sie eine Sensation. Es ist einfach ein einzigartiges Gefühl, weil ich vorher damit nie gerechnet hätte und es insgesamt einfach so eine Ehre ist, dass ich bei meiner ersten WM jetzt gleich so einen tollen Erfolg mit der Bronzemedaille erlangen konnte. Und für mich war das einer der besondersten Momente in meinem Leben bisher. Doch auch schon vor der WM gab es große Momente, so wie die Olympiateilnahme in Rio mit einem starken sechsten Platz in der Teamwertung oder der Gewinn des Gesamtweltcups 2017 im Mehrkampf. Beim Turnen ist Tabea Alt in ihrem Element. Das ist jetzt endlich das Einzigartige, dass man Sprungkraft mit Eleganz und Beweglichkeit kombiniert und dabei noch schön lächelt und alles eben leicht aussehen lässt. 30 Stunden Training pro Woche plus Wettkämpfe. Eine Herausforderung, wenn man sich parallel aufs Abitur vorbereitet. Für mich ist das Württemberg-Gymnasium als Eliteschule des Sports einfach enorm wichtig, dass ich einfach die Möglichkeit habe, eben in manchen Fächern eine Ersatzleistung zu Hause zu machen und in der Zeit dann einfach zu trainieren und eben meine Zeit fürs Training für den Sport zu investieren. Alle Athleten wachsen in einem normalen Schulalltag auf. Viele Leute haben die Vorstellung, wir sind ein Sportgymnasium, was wir natürlich nicht sind. Wir sind ein allgemeinbildendes Gymnasium. Wir haben 830 Schüler und von diesen 830 Schülern haben wir derzeit 68 Kaderathleten. Und eine davon ist Tabea Alt, die mit ihren 17 Jahren bereits zur Weltspitze am Schwebebalken gehört. Mein Ziel ist, so weiter zu trainieren, wie ich es bisher mache, meinen Weg so zu verfolgen und dabei halt immer dann ich selbst zu bleiben. Mich nicht irgendwie zu verstellen, sondern einfach die Tabea bleiben, die ich eben immer bin.